don't think Gandalf meant for us to come this way. He didn't mean for a lot of things to happen, Sam. But they did. Let's face it, Mr. Frodo. We're lost. Find the path to Emmanuel. Ja, I will do my best und so. Am besten teile ich die Hobbits auf, damit ich direkt mehr Gebiete. What the fuck, was ist das für ein riesiger Stein? Und ich kann meine Kamera machen. Bin ich hier oben am Kartenrand hier? So ein riesiger Stein. Mordor. The one place in Middle-earth we don't want to see any closer. The one place we're trying to get to. It's just where we can't get. Lass mal ein bisschen erkunden, wo geht's denn hier? Na, vielleicht für, falls wir Schätze einsammeln können. Ich meine, ich habe 3 CP. Na, das ist eine Stange. Diese Felsformation, die machen mir irgendwie Angst. Eigentlich doch, die machen mir Angst. Alles klar. Okay. Dann gehe ich da nicht lang. Lass mich raten, hier kann ich auch nicht, oder? Nicht umschwimmen. Wo fällst du auch um? Du fällst nicht um. Okay. Okay, hier ist eine Sackgasse. Auf, auf! Ah, okay, der fällt nach unten um. Komm ich jetzt hier? Okay, da unten soll ich also nicht hin. Okay, danke für den Hinweis. Okay, das ist, ich meine, das ist besser als unsichtbare Wände, finde ich so. Oh, so ist fein. Alles klar, okay. Ne, hier nicht mehr zurückgehen. Okay, ne? Der Weg wird mir gewiesen durch umfallende Steine. Doch, auch was. Wie, die Felsen sehen irgendwie komisch aus, weil die so großen stellenweise und dann wieder halb sichtbar sind und nicht sichtbar sind. Und jetzt wieder komisch. Ja, du stellst dich um? Wirkt da so, als würde es umfallen, dass ich nicht zurückgehen soll oder sowas. Du siehst auch nicht so ganz sicher aus hier. Aber gehen wir mal hier lang. Na, an. Oh mein Gott. Ich hab auf einmal so ein Ding im Gesicht hier, ey. Ja, jetzt bin ich hier am Rand. Geht's da irgendwo raus? Hallo? Hallo? Hey, unten was. Ja, wie ihr es auch gehört habt, wie so ein Steinekloppen. Vielleicht war das hier Ollum. Unser bester Ollum. Bestimmt hab ich. Okay, dann gehe ich da halt nicht lang. Okay, dann nicht. Ich wollte gerade sagen, bestimmt habe ich hier irgendwas in der Mitte, wird wahrscheinlich hier sein, was ich übersehen habe. Ich muss ja gleich noch mit Gollum Spaß haben. Okay. Geht irgendwas anders? Wenn ich mir irgendwann durchfinden sollte, durch diesen Irrgarten. Irrgarten mag Age of Swing. Tatsächlich, ich meine, das, ich weiß, ist das der dritte oder so, gefühlt? Okay. Anscheinend soll ich da auch nicht lang gehen. Dann gehen wir den Weg halt. Ich meine, wir hatten einmal halt vor Bredas gehabt mit den Nazgul. Can you smell it? I can smell it. We're not alone. We're not alone. Dann hatten wir das letztens gehabt mit Frodo und Armon Hain. Jetzt das hier. Filthy little thieves. What the fuck? They stole it from us. Was ist das für eine Schlafposition, Mann? Curse them. We hate them. It's ours it is. We want it. He's a mean one, all right. Hold them!
And that for my Be old God, you creature of shadows! Bleib stehen, Ollum! Ollum! Ollum? Ollum! Ollum? Da komm ich nicht hinterher! Wow. Habe ich irgendwelche Fähigkeiten speziell oder so? Den Ring? Guck mal, wieder um der Kopf. Erstmal mit Stein bewerfen. Echt unschadbar. Leave us alone, we'll help you! Da kann ich nicht mal anklicken. Dann würde ich sagen, regenerieren wir. He's trying to trick us! Nein, ist er nicht. Wir regenerieren hoffentlich. Holy shit, wie schnell regeneriert denn hier, You shall be no more. Only one way to get the peace here. I got him! You face the very angry of it! Not tricksy hobbits. Curse this one will taste my blade yet. I don't even let you stop easy. Me now! Muss ich dann Hilfe brauchen, aber. You've seen it before, haven't you? Go. Hallo. You. It's hopeless. Every orc in Mordor's gonna hear this racket. Let's just tie him up and leave him. No, that would kill us. Kill us. It's no more than you deserve. We'll be nice to them if they be nice to us. There's no promise you can make that I can trust. We swear to serve the master of the precious. We will swear on the precious. Ellen. The ring is treacherous. We'll hold you to your word. Yes. On the precious. You know the way to Mordor. Yes. You've been there before. Yes. You will lead us to the Black Gate. Claro. Patient. Went away out of a mule. Alles klar. Ich follow dir gleich, ich will ihm noch abspeichern und mir die Cinematic hier unten gönnen. Das Licht haben wir jetzt Ollum. Bring its filthy little neck. deals strong damage to a single unit. Alles klar, Gollum. This man can reach a slow level. He temporarily gains 33% attack and 100% armor. Alles klar. Gollum hat's drauf. Speichern ist mein Lieblingshobby, müsst ihr wissen. Ist ein bisschen schade, dass es so lange dauert. Aber, die 5 Sekunden haben wir immer noch überstehen. Okay. Ne, Emil Mühl. Warte mal. Das sieht doch gut aus da oben. Wir sind hier, glaube ich, wo sind wir hergekommen? Hier runter? Nee, hier runter, ne? Ja? Oder ich bin gerade auf dem Kopf hier. Von da sind wir gekommen, ja. So, Gollum, zeig uns den Weg. Sei unser Führer. Unser Pferdenführer. Unser Führer, das ist mir, tut mir leid. So, ein Wort, was man so nicht unbedingt nennen, sagen sollte. So, also irgendwie sah das hier aus wie Eck, als wäre hier so. Was? Aber ich will doch nicht raus.
Mal gucken, was es hier gibt. Gibt es irgendwas? Du musst doch bestimmt habe ich irgendwas übersehen. Und hier gibt es ein richtig cooles Easter Egg. Ja, ich meine, bei der einen Sache durften wir gegen untoten Caleb Imbaugh mal kämpfen. Aber anscheinend geht es hier auch noch raus. Okay. Schade. Ach, da oben. Was? Schlechtere Hobbys. Oh, jetzt kommen wir zu den guten Totensümpfen. Oh! It's a bug! He's led us into a swamp! What's the dead man? Swamp, yes, yes! Come, Master, we will take you on safe paths through the mist. Safe path? Ich hatte zu Schaden und dann. The waste of the marshes. Orks don't know it. Orks don't know it. They go round for miles. Kann ich jetzt noch hier rüber, oder? Ich warte ja nur darauf, dass hier irgendein Skelett auftaucht. Oh, da leuchtet was. Da will ich hin! Gollum, führ uns den Weg genau hier hin, bitte. Du kennst auch die Wege. Black to Wood for Fire, okay. Ja, können wir sofort machen. Firewood Bundles Collected. Ist das auch Feuerholz? Ah, sieht's aus. Okay, cool. Okay, so, Gollum, dann sammeln wir ein bisschen hier. Ist ein bisschen schneller als die anderen. Wie viel brauche ich denn davon? Stand da irgendwas? Collect 6. Okay. Da muss ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen erkunden, damit ich mir hier mein Lager machen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich die getrennt rumlaufen kann. Hier. Wenn hier irgendwo was auftaucht, was mich angreift, dann ist Schicht im Schatten. Also, dann müssen die halt zu dritt sein. Okay, drüben ist noch was. Und ganz viele Mücken. Mückenwassermoore. Na, sieht man hier hoffentlich hier dieses ganze. Ich glaube, das soll Mücken sein. Hoffentlich. So, dann noch zwei weiter. Hoffentlich gibt es mehr als zwei. Und ich habe jetzt nicht irgendwann übersehen. Vielleicht hier irgendwo hier drüben liegt einer. Den habe ich gesehen. Oh, da wird sehr dicht hier tatsächlich. Der Nebel. Dann vielleicht hier unten noch rein oder so. Ich habe gerade einen Stein gehört, der ins Wasser fiel oder sowas. 4. 5. 5. Da nehmen wir noch den. Nehmen wir noch den. Der 6 ist. Ah, hier haben wir schon die Leichen der. Dann machen wir jetzt mal einen Camp. Ein Lagerfeuer. Wir sind jetzt Lagerfeuer. Folk. They do not see what lies ahead when sun has failed and moon is dead. He said your life was a sad story. You were not so very different from a hobbit once, were you, Smeagol? What did you call me? That was your name once, wasn't it? A long time ago. My name? Smeagol. There are dead things! Dead faces in the water! All dead. All rotting elves and men and horses. A great battle long ago. Dead marshes. Yes, yes, that is the name. Ich
Okay, das sieht mal nicht so gut aus. Nice. Ich werde erstmal das gute Emoji benutzen. Großes Rettungsschuss. Muss ich hier durch den Nebel hier unten vielleicht durch? Soll das mein Ziel sein? Ich meine, theoretisch kann ich jetzt mal hier unten hinlatschen. Ich kann auch oben probieren, weiterzugehen, aber bin mir da sehr unsicher. Hier gibt noch mehrere Wege. Gollum? Gollum? Im Übrigen macht Gollum hier, ich wollte gerade sagen, Yoga-Kurs. Jetzt läuft er wieder nochmal. Komme ich hier irgendwie auf die Seite? Ich meine, ich kann die KI einfach mit Wegfindung losschicken. Mal gucken wir mal, ob wir hier hinkommen. Das ist natürlich, das ist der dumme Weg, den man machen kann, wenn man so spielt wie ich. Weiß aber noch lange nicht, dass es der richtige Weg ist, natürlich. Ah, ja. Das sieht doch schon mal ganz solide aus. Ah. Diesmal haben wir geistige Skelette. You must go no further, Perianath. The spirits of the dead lie in wait. They will harm you if you pass. What are they? These spirits belong to warriors once under my command. Their death is on my conscience. They are trapped in this place, unable to move on, consumed by rage and grief. You must break the evil spell that binds us to this wretched land. Find our barrows and destroy them. Only then can you pass through in safety. What do we do now? We have no choice but to trust him. No, Master! They catch you! There is no other way. I will help you do this. Follow me, so that we may free my people from this curse of undeath. Sind das wir? Ach ja, ich bin mir nicht sicher, Elven King Slummit. Ich weiß nicht, ob das Orofin darstellen soll. Also den Vater von Tanduil. Er müsste ja hier gestorben sein. Es soll also Burrows zu open, so fast so zu machen. We'll have to go through me. Come on! Here's another one! Ah, you beast! I'll do what I can! Was ist das? Okay. Alles klar! Not if Samwise Gamgee can help it! Oh, and that's for my old gaffer! Come on, you can do it, Sam! This barrow has been cleansed. Take to get rid of my kinsmen will cease to hinder your passage. That's not enough. All hobbits go down to join the dead ones and fight little candles of their own. Gollum? Okay, do you think weiter? Eventuell. Here's another one! Patience. Precious. No safe places here. Das ist korrekt, hier sind wir. Steal your heart. And Nazgul approaches. Black Riders! What the hell? Your will not conceal you from their gaze. Seek shelter nearby. Come on, Frodo! Come on! This raid will not hurt me. I'm wounded! Alles klar. Ne, kurz mal ein bisschen angreifen, ein bisschen wehtun und dann wieder abziehen. Ja, nö. Weiter mal ab. Um sicher zu gehen. Ich hab schon. Sam wäre ja fast gerade draufgegangen.
wer ist dieser komische Boy? Ich glaube, das soll nicht Orofin, Orofer sein. Ich habe Orofin vorhin gesagt, ne? Orofer sein, der Vater von Tranduil, glaube ich. Also sein Geist, sein Spirit. Ist jetzt einfach mal meine Theorie. Er sieht sehr nach Tranduil aus, so, ne? Hat ja auch hier eine Fähigkeit mit seinem Elven King's Lament. Deswegen gehe ich mal voraus, dass es Orofer sein soll. Okay, also hier kann man sich verstecken. Gibt es noch Orte, wo man sich verstecken kann? Wäre lustig, wenn die. Also man erkennt die jetzt nicht so direkt, dass man sich da unbedingt verstecken kann direkt, so, ne? Kann ja natürlich sein, dass dieser Nazgul nochmal vorbeikommt und ich mich nochmal verstecken muss. Ach meine Güte! Look out! Ja, ja, ich verstecke mich jetzt wieder. Alles gut. Rihanna, the Nazgul returns. Zieh ab. Push! Cool. Geht nochmal 5 Meter hier raus, direkt zur Nazgul-Tür. Vielleicht soll ich auch nicht hier oben lang laufen. Who knows? Warte mal, hier ist doch auch ein Versteck. Ja, hier ist ein Versteck. Das klingt danach, als wäre das schon mal nicht so falsch. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Taktgrad die jetzt hier angreifen, die Nazgul. Behold, another barrow lies ahead. We'll have to go through B. Hey, du hast doch so eine coole Fähigkeit. Wo weiß man sich noch nicht? Oh. Das ist jetzt ganz blöd. Daxis ist. Das ist ja jetzt ein. Aua! Das ist ja jetzt ein Mittel. Er lebt? Noch? Anscheinend? Hitting Spot. Da ist natürlich jetzt ein mieses Timing gewesen. Also ich hätte healen sollen, ey. Holy shit. Ich weiß nicht, ob er das hier alleine hinbekommt. Der gute, ich nehme jetzt einfach mal auf, ja. Ach komm schon! Das willst du doch gar nicht tun. Ah, Ollum Stufe 5, da gibt leider nichts mehr hinzu. So, siehst du, Orofer legt dir einfach alles selber in Schutt und Asche. Da oben ist ein Hitting Spot. Easy, würde ich sagen. Ja, not even close. Gut, dass ich abgespeichert habe. Na, immer einem den Hitting-Spot hier einfach entlang eiern. Das wird schon nicht so falsch sein. Hoffe ich mal. Ah, ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Guck mal, und da ist auch ein Skelett wieder. Ah, sieht doch cool aus. Hallo. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, war eine sehr schöne Gesellschaft mit ihnen. Ah, der Spirit, der levelt ja sogar auch. Cool. Den will ich behalten. Bin mir nicht sicher, ich gehe ein bisschen im Kreis. Da ist ein Versteck. An der Stelle bin ich vielleicht mal vorher raus. Ja, dann, Matt. Schön, dass du da warst. Vielleicht sieht man sich, hört man sich da mal wieder. Ich glaub, Discord hast du ja noch bei mir, oder? Ich weiß nicht. So, er wirkt das Skelett, ja. Erstmal das Skelett one-hitten. Da sehe ich mich. Ich dürfte dich auch wehren, ne? Das ist jetzt nicht so verboten.
Do not stop to rest just yet, Tariana. Ich würde gerne resten, weil Sam ist ein bisschen kaputt, so, ne? Mal schauen, ob ich ihn hab. Ja. Matt als Spitzname für Mettwurst war damals noch. Ja, ich hab ihn immer Mettwurst genannt, das ist richtig. Das waren gute Zeiten, als er noch unsere Mettwurst war. Hallo Nazgul! Guck mal, und? Aua! Okay, ich bleib bei Mettwurst, alles klar. Sehen wir uns schon Abend. Ansonsten, Discord-Link ist auch in der Beschreibung vom Stream drin und so und bla bla bla. Vielleicht kann man ja auch mal wieder eine Runde Edern zusammen daddeln oder sowas. Hier komme ich ja nicht lang. Hier stehen schon wieder Leichen auf. Gold! Gibt's den Unterschlupf? I sense a great evil here. Ich nicht. Look out, the Honor Dream are here. You must flee. You cannot fight them. Endfrauen. You must be more careful. These marshes are full of evil. Ach, was? Wo man versteckt, aber man versteckt, ne? What's in there? Ja, auf jeden Fall bis nächstes. Jo, dann schönen guten Abend, Timmy. Mittebrötchen. Oder Mittebrötchen, wie auch immer. Okay, wir haben einen Schatz gefunden und korrumpierte untote Endfrauen. Die sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger hier. Die guten Damen. Ich wüsste gerne, wie das mit dem Timer genau ist. Ob der immer der Nassrümer einfach auf dem Timer sitzt, der alle 30 Sekunden kommt oder das irgendwie anders ist oder. Okay. Soll das jetzt bedeuten, dass ich da nicht mehr hoch soll, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Guck mal, du machst doch so einen Zügelschaden. Ja, Mann! Nö! Nö! They won't find us in there. Das ist ein echt doofes Timing, Nazgul. Wisst ihr, aber guck mal, unser bester Orofa kann hier die Endfrau enthalten. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die hier besiegen muss. Guck mal, ich kann aber hier auch lang, ne? Ah, hier spawnt schon wieder überall Skelette. Hier ist ein Unterschlupf. Da ist ein Skelett. Unterschlüpfe sind die besten Schlüpfe. Ja. Ach nö. Das ist unfair. Meine wahrscheinlich war irgendwie jetzt 2 Meter vor auch ein. Ach, da ist auch ein Unterschlupf, oder? Ach, ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ey, mach mal einen Unterschlupf, finde ich das. Tschüss, Nazgul. Wie immer eine Freude gewinnen. Ja, das mit dem Nazgul finde ich an sich ganz cool. Aber irgendwie kommst du das zu oft vor und dass der mich angreifen kann. Dann gehe ich in den Unterschlupf und dann geht er wieder. Ist ja cool, wenn er vielleicht einfach so über einen rüberkreist und nach einer Zeit dann findet er quasi einen oder so. Ganz lustig. Wieder ist schon wieder Skelett.
Okay, wir sind. Warte mal, waren wir nicht schon mal? Ach schon, wir waren hier so, naja. Aber wir waren nie bis hierhin. Come on! Schönen guten Tag. Come on, you can do it, Sam. Ich vermisse hier einen hitting Spot. Tatsächlich. Wenn jetzt ein Nasenblut kommt. Ah, da ist einer. Okay. Leichte Sorgen. Hä? Ach, guck mal, wer da guckt. So, Orofa, du kannst dich ja schon mal ein bisschen hier umgucken. Und schon mal hier ein paar gegnerische Ghosts hier abschnitzeln. Ich finde jetzt Orofa-Fan. Ich will den auch haben. Okay, hier sind wir oben im oberen Kartenrand. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Gibt es noch irgendeine extra Mission, die wir haben? Nö. Kommen wir da rüber? Ja, mit Ach und Krach sollten wir hier über den kleinen Path rüberkommen. Okay, hier ist allerdings ein Unterschlupf. Hier sind Untote. The mist unveils another barrier. We'll be safe inside. Let us do what must be done. Oh, da ist eine Feuerbarriere. Also erstmal hallo Nazgul again. Was macht Thranduil da? Das ist nicht Thranduil, ich glaube, das soll Orofa sein. Thranduil ist der Dieb, der Geist davon. Weil ich glaube, der ist doch auf Dagorlad damals. Oder? Ich glaube schon, oder? Der ist doch. Müsste doch da gefallen sein, oder? Die Bros mit der Stimmbänderentzündung sind weg. Was ist die Bros mit der Stimmbänderentzündung? Was für eine Stimmbänderentzündung meinst du? Bin ich verwirrt. Bros mit der Stimmbänderentzündung? Wer denn. Meinst du die Synchronsprecher hier oder was? Oder? Gibt's hier einen Unterschlupf? Da oben. Immer nach Unterschlüpfen ausschalten. Ich würde gerne eigentlich gucken, ob da oben rechts das hier in der Ecke ist. War wahrscheinlich nicht. Irgend so ein Geheimnis oder so. Außer weitere Skelette. Genau genommen ist das auf Dagorlad gefallen, aber das ist ja nah an den toten Sümpfen. Ja, deswegen meine ich ja, müsste auf Dagorlad gefallen sein. Ja, ist ja. Die liegen an. Also. I hate this place. It's too quiet. Bin ich gerade blind? Oh fuck, ich spreche mal eben ganz kurz ab. Ich weiß gerade nicht, wo der Unterschlupf ist. Ich habe gerade nicht aufgepasst, weil ich in den Chat geguckt habe. Bitte. Ach, wie die Nazgul klingen, ach so. Ja, das Kreischen, ja gut. Wo ist der Kack-Unterschlupf? Weiß jemand gerade, wo der Unterschlupf ist? Has fallen to the ruin of all. Ich hab dir nicht gesehen, Schitte. So, wir laden die. Also, eventuell bin ich zu weit von einem weg und finde den nicht.
Es könnte jetzt natürlich doofe Suche sein. Wenn ich irgendwie das Spiel pausieren könnte, gucken könnte, wo gerade einer ist. Sieht hier jemand irgendeinen? The enemy has overtaken me. The free people have fallen into shadow. Und denke an meinen Heal, ja, werde ich tun, aber wenn ich den Unterschrift gerade nicht sehe, weil ich blind bin, schwierig. Vielleicht ist rechts einer. Guck mal ein bisschen nach rechts mehr. Ich Dinge erkennen war ich noch nie so gut. Nee. Hier ist nirgendwo ein Unterschlupf, kann er sein? Benutzt auch den Elbenmantel, der funktioniert nicht. Gegen die Nazgul. Ich muss in den Unterschlupf. Und eventuell habe ich gerade kein Parat. Könnte sein, dass ich einer Sackgasse da bin. Und vorher wieder laden muss. Ach man, wo war denn der scheiß Unterschlupf? Ach man. Ich denke gerade nicht finde. Also, dass die Elbmann nicht funktionieren haben, das haben sie direkt am Anfang gesagt. Ja. Wenn ihr den. Ist das nicht hier einer? Was ist da? Ah, ich glaube, das schafft er nicht, oder? Komm, geh rein! Nein! Oh mein Gott! Oh, Nazgul, das ist ein Tilter, ne? Das ist ein Tilter, ne? Nazgul, ja, ne? Wäre ich auch angepisst. Ja, ne? Da wäre ich jetzt auch pissig. Nazgul, da wäre ich jetzt auch pissig. Da wäre ich jetzt aber auch richtig mad. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier wieder hochrenne, der Nazgul kommt, dann bin ich hier wieder ein bisschen am Arsch. Dachte mir schon. Ich laufe einfach mal, hoffentlich finde ich hier einen Unterschlupf. Oder auch nicht. They won't find us in there. Bitte greif nicht Sam an. Du Arschloch. I'm wounded. We'll be safe inside. Our warriors were brave. Ja, gut. The number's too small. Ja, gut. Ich bin da in einer sehr ungünstigen Position dort. Tatsächlich. Also, das sollte man wahrscheinlich nach School Tech abwarten. Und danach direkt weiter marschieren. Und man ein bisschen mehr Zeit hat. So, nicht mal wissen wir direkt, was das hier hingeht. Ah, diesmal spawnen da die Geister und. Wird es in diesem Jahr noch ein Eden-Update geben? Uff, wahrscheinlich. Also, ich meine, das ist eine Frage an Elendil, aber. Das Jahr ist jetzt nicht mehr so lang, ne? Also, ich meine, vielleicht gibt es ja eine Silvester-Überraschung.
Ach, schade, Elendil hat Nein gesagt. Elendil gibt es nächstes Jahr dann eh ein Update. Ach, jetzt greift er gar nicht mehr den Sonnen. Okay, ich bleib jetzt hier drin für die nächste Stunde. Hab die Schnauze voll. Aber ist ja gar nicht. Ich bleib jetzt einfach drin. Also der Weg bis hierhin ist halt echt lang, ne? Hier so oben rum. Wollen wir hier oben wischen? Wollen wir hier wischen? Irgendwas? Okay, jetzt speichere ich hier ab, ne? Danke für die Info. Der nächste Patch wird wieder ein etwas kleinerer werden, also wisst ihr Bescheid an alle Elan-Fans. Es wird nächstes Jahr einen Elan-Patch geben. Ha! Jedenfalls einen. Ja? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier raushole, kommen dann direkt 25 weitere. Das Ding ist, ich kann ja mit Orofa einfach hier ein bisschen rumlaufen, ne? Oder? Mann. Mann, okay, der geht hier auch den langen Weg halt hier hinten rum. Oh, sogar der kriegt eine Vergiftung hier vorne, obwohl er so ein Spirit ist. Ja. Ach, hallo Nasco. We'll be safe inside. Aber ich finde hier gar keinen Unterschlupf. Wenn er doch da so eins, ne? Also. Okay. Naja, 461 ist jetzt mal gerade einen Monat draußen. Ein bisschen mehr Zeit brauchen wir dann schon. Naja, also Elendil, du kannst auch einfach irgendwie immer. Laufen die da? Wie laufen die da? Du kannst auch einfach immer so eine Zahl ändern und das ist ein Update oder so. Wäre das nicht was für dich? What's in there? Reicht das nicht als Update so? Ich kann auch gerne immer ein neues Thumbnail dafür machen oder sowas. Ja, dann machen wir Version 4. Irgendwann machen wir dann Version 4, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 7, 12. Also. Und tschüss, Nazgul. Come on, you can do it, Sam. No, you don't. Tötet den Geist. Ich hoffe, wir sind dann hier mal. Ich hoffe, hier geht's raus. Wenn nicht, wäre doof. Kommt man da rum? Okay, ich glaube, ich kann da gar nicht hin, oder? Oder ist das der Kartenrand? Ich weiter in den Süden wahrscheinlich. Okay. Naja. Orofa ist gütig und bringt uns nach Hause. Vielleicht sollte ich die Kamera auch ein bisschen niedriger setzen, dann kann man das besser erkennen. So ist das alles so ein bisschen vernebelt mehr. Vielleicht kommt doch eh wieder ein Nazgul-Angriff. Du weißt das, ich weiß das, wir alle wissen das. Ah, sag ich doch. I can do this. I can do this all day long. What's in there? Könnt ihr mal bitte da reinlaufen, statt euch umbringen zu lassen? Ja, Gollum, lauf noch langsamer. Wenn du jetzt stirbst, dann hasse ich dich. Ah?
Abzug Calculator. Ich speichere nochmal ab. Adar als Special Guest, Held für Mordor. Einzig brauchbarer Held bei Wings, Ringe der Macht. Der einzig brauchbare Held. Tatsächlich fand ich ihn einen der coolsten Charaktere, weil ich es sehr cool fand, dass auch mal die Seite der Orks ein bisschen gezeigt wird. Auch wenn ich enttäuscht bin wiederum, dass zu wenig gezeigt wird für mich so. Diese Kultur der Orks und so, finde ich übelst cool, mehr davon zu sehen. Aber gab leider nicht mehr. Allgemein gab es sehr wenig Kultursachen zu sehen. Und von welchem Volk? Maybe am meisten von den Zwergen. So. You are crazy, Samwise Gamgee. You know that. I can do this. I can do this all day long. Warum muss ich hier lang? Ich könnte auch hier lang ganz gut gehen, maybe. Charakter, sorry. Ey, vielleicht wird Celeborn, wenn er mal vorkommen sollte, irgendwann in Staffel 5, ganz am Ende, wenn er befreit wird gegen Sauron, die und dann seine 5 Sekunden Screentime hat, voll werden. Das wäre doch schön. One! Soll's laufen? Warum seid ihr denn... Hey, du greifst Rollo, Mann. Jetzt laufen da wieder hier diesen scheiß Tümpel, ey. Ja, Nazgul, ne? Wo sind sie, ne? Ja, wo sind sie? Vor allem, wo ist Rollo, ne? Sieht man gar nicht, ne? Oro fällt mittlerweile auf 4, sehr schön. Auch wenn wir den auch nie wieder hinbekommen. Wie viel haben wir eigentlich? Viertel nach 10, okay. Ey, wie wir sehen wir nur Schmutz. Must be done. Oh, bist du mal nicht tot. You know that. Jetzt aber. Oh mein Gott, bewegt euch doch mal. Hier unten gibt es ein Versteck. It must be done. Got it. Ich glaube, ich kann nicht schon mal hier hinten, weil es da Versteck gibt. Da kommt eh wieder ein Nazgul. Ich hätte schon kommen. Only one way to get the piece here. Der Schauspieler, der da gespielt hat, wird aber leider nicht mehr ins Sonnische kommen. Auftauchen. Nur besetzt. Ja, das ist richtig und das ist sehr schade. Oh, die Feuerwand ist weg. Cool. Was ich sehr schade finde tatsächlich, dass er weg ist. So, wollen wir uns noch mal ins Versteck verstecken? Ja, guck mal, kommt Nazgul, komm. Ja, aber. ja, ist sehr schade, dass der Schauspieler nicht mehr dabei ist. Ich werde mal gucken, was sie mit der Figur machen. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, sie neu. Also. Ich bin nicht so ein Fan davon, wenn auch immer andere Schauspieler den gleichen Charakter spielen, quasi. Vielleicht wird er da auch dann einfach als Tod da dann doch dargestellt und kriegt einen Vaterersatz, sag ich mal. We are approaching the far side of the marsh. Let us keep moving. Okay, wenn ihr euch mal bewegen würdet. You'll have to go through me. My old gaffer say a thing or two about this. Da unten. Ich kann mich nicht verstecken. Come on! Hey, könnt ihr nicht den Schatz einnehmen oder was? Kommt ja nicht rüber? Okay. Alles klar, merke ich. Aber jetzt ein Nazgul angreifen, ne? Ist echt hart. Das wäre richtig hart.
deswegen habe ich auch keinen Bock zu verweilen. Okay. Oh, That great barrow is the anchor to the Dark Lord's spell. It tethers these wicked shades. We must burn it to release them. Alles klar. Es kriegt Six Bottles of Wood schon wieder. Alles klar. It must be done. The restless dead surround us. I will slay them. Ich bin gerade verwirrt. They are in endless tide. We must destroy their barrow. I will slay them. Soll die währenddessen quasi einsammeln? Ich meine. I don't aim to let you stop me now. Take this. So Gollum, du bist auch relativ fix auf den Beinen. Oh, 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 oh. We don't have any friends. Wo ist das letzte Stück Holz? Da. Okay. So, machen wir mal noch weiter hier. Test 2, ne? Es geht immer weiter, ja? Ist Ada am Ende nicht so gekriegt? Also, das weiß man nicht. Man sieht nichts mehr von ihm. So. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich hoch, dass er erlebt hat. Aber maybe auch nicht. Ey, komm, jetzt beweg dich mal hier. Curse them. Bringt deine Fiole was? Nee, anscheinend gar nichts. Cool. Kann ich hier irgendwas machen, um Frodo zu beschützen? Irgendwas durch den Ring aufsetzen. The great barrow has been cleared. My warriors are released. And the warriors, the marsh is now open to you. Come, we must go quickly. Oh, das geht hier gar nicht mehr kaputt. Das regeneriert sogar oder was? Da muss jetzt wieder hier hoch oder wie? Ah, das ist jetzt ein ganz schlechtes Timing. Das ist jetzt nicht so geil. The banners are torn. Seit der Sache mit dem Vulkan habe ich völlig abgeschaltet. Dachte, da wäre Hauptsache. Naja, nicht confirmed, ob es gegangen, aber es könnte natürlich sein, dass sie sagen, also man hat ihn nicht mehr gesehen, deswegen kann es natürlich sein, dass sie sagen, okay, hey, er ist doch draufgegangen. Ja. Sehr gut, das kann ich fixen. No man, elf or dwarf, yet stands. Our enemy is victorious. Lief letztens besser, ich sollte mir wahrscheinlich direkt rein.
Samwise Gamgee, you know that! So, We'll never see the elves again! Be gone, think of Shadow! Und ich hab meinen Heal behalten. Be gone, think of Shadow! Es ist natürlich interessant, dass Frodo sich mit dem Ring unsichtbar machen kann gegenüber Geister. Tatsächlich macht das The Great Barrow has been cleared. Keinen Sinn. My warriors are released. The passage through the marshes is now open to you. Come, we must go quickly. Okay, jetzt speichere ich mal kurz ab, bevor wir da gleiche Dings kommt hier, der gute Nazgul, und mich hier wieder filtriert, bevor ich nicht weiß, wo ich hingehen muss. Ja, das wäre natürlich echt eine Enttäuschung. Speichern ist was Tolles. Stimmt, Elendil. Gucken wir die nächste Staffel Rings of Power eigentlich zusammen. Das ist die große Frage. Cool, da kommt der Nazgul und ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll hier. Da. Und der Nazgul, der fliegt. Autsch. Autsch. Sehr gut. So, ich glaube, ich muss dann hier oben wieder hin. Nehme ich mal an. Und dann gehen wir mal auch dahin. So, ich habe noch mein Heal, was sehr cool ist. Das ist, glaube ich, mal aufsparen können. Refuge habe ich noch. War das dann jetzt hier lang? Ich weiß gar nicht mehr. Wo ging das denn hier nochmal? Ja, hier ist ein Versteck. Cool. Ah, das ist praktisch. What's in there? Wie weit muss ich nochmal hoch? Ja. Bin ich mal irgendwo was passiert hier? Garten hier. Los, meine Bobbits. Ah, irgendwo nach rechts hier war das doch, ne? Meine ich. Meine ich weiter oben rechts. So, hier haben wir einen Unterschlupf. Und das sieht hier recht offen aus. Ah! Ah! Siehst du, wir haben's. Wir haben's durch die netten Marshes geschafft. With your aid, I have atoned for my past deeds. I can feel the pull of the utter west. My spirit cries for leaving. Thank you, Frodo Baggins. Though you have not told me, I have guessed your purpose. You bear a great evil with you, but you have the strength to resist it. Go now, and may the White Stag's blessings be with you. Farewell. Hurry, ich sehe da auch nur drei Sterne. Ja, okay, war eigentlich an sich eine ganz lustige Mission. Ab und zu. Vielleicht hätte man die Verstecke ein bisschen besser markieren können. Aber steht auch der Witz dahinter, dass man die so ein bisschen selber finden muss.
not ask you to come with me, Sam. I know, Mr. Furl. I doubt even these elfish cloaks will light us in there. No! No! No, Master! They'll touch you! They'll touch you! No. Don't take it to him! There's another way. More secret. A dark way. Why haven't you spoken to this before? Because Master did not ask. He's up to something. Are you saying there's another way into Mordor? Yes. There's a path. And some stairs. And then... tunnel. Lead the way, Smeagol. Ja, hat ja nur fast 50 Minuten gedauert, die Mission. Krass, länger als ich dachte. Aber sehr, sehr, sehr innovativ tatsächlich.